different versions of the Avanti, Mini Avanti S. The right one, which is accelerating now, that's the EDF version, as you can hear. It's a 90 fan, 12 plate, and 6 cell lipo. And the beautiful blue, red, and white, just taking off now, is equipped with a JetCat P20. So the JetCat version. Haben wir die etwas schnellere Turbinenversion? Josef, ich würde mal sagen, die Turbinenversion und die EDF, die geben sich beide. Ja, Geschwindigkeit, Harald, ist ja nicht alles. Ne? Das muss ja auch noch gut in Szene gebracht werden. Man konnte zwar jetzt sehen, in der Aufwärtsfigur, da zieht die Turbine anders durch, aber trotzdem vom Fliegerischen her würde ich sagen, also wer Spaß hat, elektrisch zu fliegen, um ein Turbinenfeeling zu haben, ist man hier gut aufgestellt. Und ist zu einem Preis ab 499 Euro. Und wenn ich sage, alles drin, dann ist da auch das elektrische Einziehfahrwerk vor allem lieferbar. Weitere Informationen am Stand von Sipart bzw. auch bei Hacker Motors. Ja, aber der Sebastiano hat ja dann auch noch ein paar Neuheiten hier mitgebracht. Die stehen jetzt hier direkt vor uns, Josef. Ich gucke auf zwei wunderschöne Ausführungen der legendären Lockheed F-104 Starfighter. Und zwar zwei wirklich außergewöhnlich schön lackierte Maschinen. Und eine davon wird der Sebastiano selbst vorfliegen. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, in diesem Jahr, wir haben so ein bisschen das Jahr des Starfighters auch. Man sieht ja in der Jetfliegerei immer so Trends. Ein Jahr war es die Hawk. Und in diesem Jahr, wir sind ja heute Morgen, haben wir die Gelegenheit gehabt, mal kurz durchzuschauen. Jede Menge. Jetzt aber die Landung. Klasse Landung, Applaus dafür. Die erste Maschine, super gemacht hier für Separt. Die EDF ist gelandet und die JetCat-Version hat ihn noch begleitet, ist nochmal durchgestartet. Also der Stromtank war schon leer. Harald. Sebastiano, hast du Spaß? Ja, klar. Ja, Sebastiano zeigt mir gerade, dass an dem Starfighter als Special Feature auch noch die Speed Brakes funktionsfähig angebaut sind. Da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Die JetCat-Version kommt hier wunderschön eingeschwebt zur Landung. Also absoluter Hochgenuss.